Die Hilfsbereitschaft Flüchtlingen gegenüber ist immer noch ungebrochen. Viele Menschen in unserer Region engagieren sich, um den Flüchtlingen einen möglichst angenehmen Aufenthalt zu ermöglichen. Aber neben einer Unterkunft, Essen und Trinken freuen sich die Menschen natürlich auch über Unterhaltung. Und genau dafür hat am vergangenen Wochenende das gut 30-köpfige Musical-Orchester der Creative Arts Group in der Uni-Sporthalle gesorgt. Martin Heyer hat sich das Ganze für uns angeschaut und vor allen Dingen natürlich angehört. Ungewohnte Klänge. Diesen konnten am Samstag rund 300 Flüchtlinge lauschen, die aktuell in der Sporthalle auf dem Unicampus leben. Nicht nur ein komplettes Live-Orchester in der Sporthalle war neu für viele, auch nicht jedes Musikstück dürfte den Flüchtlingen bekannt gewesen sein. Denn zum ersten Mal in diesem Jahr standen bei der Creative Arts Group auch Weihnachtslieder auf dem Plan. Und die erste Probe, die hat Cellistin Sibylle Florin kurzerhand in die Sporthalle verlegt. Wir haben hier eine öffentliche Probe. Wie man hören kann, sind ein paar Fehler noch dabei. Aber wir haben hier eine öffentliche Probe mit der Option, dass wir auch sagen, wir öffnen unsere Reihen für Menschen, die in der Heimat auch ein Instrument gespielt haben, die sagen, sie haben auf der Flucht ihr Instrument daheim gelassen oder verloren. Dass wir sagen, jeder, der möchte, darf bei uns mitmachen, mit uns spielen und einfach dabei sein. Aber nicht nur in Florins Leben spielt Musik eine große Rolle. Auch der Alltag vieler Flüchtlinge wird jeden Tag durch Musik bereichert. Ich habe gemerkt, immer wenn ich durch die Gänge hier, durch die Flure laufe, kommen die Menschen entgegen, die summen, die singen, die gucken in ihr Handy und hören Musik. Dann auch viele Menschen, die eben tanzen. Bei Geburtstagen wird immer getanzt und immer gesungen. Wo ich dachte, Musik ist auch das einzige Kommunikationsmittel, was es irgendwie gibt, wo sich jeder versteht. Und habe ich versucht, einfach meinen Job und mein Hobby zu vereinen. Und spätestens die Klänge bekannter Filmmelodien wie aus Flug der Karibik lockte die Menschen in den Probenraum. Eigentlich sollte die Unisporthalle zum 18. Oktober wieder für den Uni- und Schulsport freigegeben werden. Nun haben sich die Pläne allerdings geändert. Durch die anhaltende Flüchtlingskrise bleibt die Sporthalle mindestens noch bis zum 29. November als Flüchtlingsunterkunft bestehen. Wenn Sie die aktuelle Lage befolgen, sieht man ja, es kommen immer mehr Menschen. Und ich glaube, dass die Stadt ganz froh ist, wenn man hier ein paar Unterkünfte noch halten kann und ein bisschen herauszögert, dass man sagt, hier sind jetzt die Menschen gut, hier können sie noch ein bisschen bleiben. Und wir schauen einfach, was die Zukunft noch so bringt und wo noch diverse Container entstehen. Mal schauen. Wie dankbar die Flüchtlinge dafür sind, dass sie hier in Düsseldorf so herzlich aufgenommen worden sind, das zeigten viele am Samstagnachmittag auf dem Shadowplatz. Als Dankeschön verteilten Männer, Frauen und Kinder Rosen, Ballons und selbstgemachte Bilder an Passanten. Und die nahmen die Geste der Dankbarkeit gerne entgegen. Tja, auch eine tolle Geste da auf dem Shadowplatz.